Das gibt einen Schlüsselanhänger, einen Affenfaust, ist hergestellt aus einem 4 mm Seil, 1,20 m lang, den ich auf der einen Seite mit Klebeband abgebunden habe. Auf der anderen Seite starten wir mit einem Knoten, ganz normalen Knopf. Man wickelt auf drei Richtungen, das heisst, ich mache zuerst die erste Richtung und fahre dreimal rundherum. Dann nehme ich das vorsichtig ab dem Finger, dass es nicht kaputt geht, lege den Knopf ein bisschen in die Mitte und wickle eine zweite Richtung drauf, auch wieder dreimal. Das ist also einmal, zweimal gewickelt, dann kippen auf und wickle noch die dritte Richtung, indem ich mit dem Klebbandspitz hier durchfahre. So, einmal auf diese Seite, das Knöpfchen drin abdrücken und da ist es gäbig, wenn man eine Lismannadel hat oder etwas Ähnliches, um hier unten durchzufahren. So, dass es hier wieder ein Loch gibt, dass ich hier wieder reinfahren kann. Und in diese Richtung müssen wir jetzt natürlich auch dreimal das machen. Einmal, da muss man einfach ein paar Mal durchstecken, je nachdem wie fest das angezogen ist. Oder gegen den Schluss muss man immer wieder mit der Lismannadel ein Loch etwas grösser aufgrübeln, dass man da wieder bequem durchfahren kann. Kann man das alles so fertig machen. Als Schlüsselanhänger ist es natürlich schön, wenn wir noch ein Schläufchen haben. Das heisst, ich ziehe eine Schlaufe nicht ganz an und mache den Knopf einfach ganz normal weiter. Gegen den Schluss wird es immer strenger, aber es soll dann auch nicht mehr auseinandergehen. Jetzt haben wir unten schon drei, oben sind es zwei plus Schläufchen. Und mit dem letzten fahre ich einmal quer durch den ganzen Knopf durch. Stecke das hier nochmal durch alles durch. Ziehe das schön an. Drücke das Ganze etwas rund und kann das Ende hier nachher einfach bündig abschneiden und dann ist das Ding fertig.